Dakshina Shakasana, die Stellung des rechten Astes. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Bringe die linke Ferse unter den rechten Oberschenkel. Bringe die rechten Zehen über die linke Wade und sitze gerade. Dann bringe die Hände übereinander unter den Nabel. Zwei Möglichkeiten. Die eine ist, du lässt die Hände hinuntersinken und entspannst. So ist es die entspannende Sitzhaltung, in der du auch meditieren kannst. Oder du hebst die Hände etwas hoch, so in der Nabelgegend. Das hilft, dass du wach bleibst und dass die ganze Energie aufgerichtet wird. Dakshina heißt rechts. Shaka ist der Ast eines Baumes oder auch ein Arm. Und so ist es die rechte Aststellung oder auch die rechte Armstellung. Heißt danach, dass eben der rechte Oberschenkel oben ist und dieser nach rechts zeigt. Shakasana ist eine Variation letztlich von der halben Lotusstellung. Charakteristisch ist aber, dass der Fuß nicht auf dem Oberschenkel ist, sondern auf der Wade. Man könnte sagen, Shakasana ist ein Zwischending zwischen Ardha Svastikasana und Ardha Padmasana. Alle Infos über weitere Sitzhaltungen findest du auf wiki.yoga-vidya.de.